Jo Leute, willkommen zum dritten Part meines Let's Plays von Sly 3, Honor Among Thieves. Und wir sind in Bella Italia, genauer genommen sind wir in Venedig. Und wir haben hier sogar nicht nur ein bekanntes Gesicht getroffen, sondern gleich zwei bekannte Gesichter. Einmal Dimitri, das erste Mitglied der Claw Gang aus dem zweiten Teil, haben wir hier im Gefängnis getroffen. Und dann war natürlich auch wieder mal die liebliche Carmelita Fox anwesend. Das hat eigentlich der örtlichen Polizei da so eine Art von Präsentation gezeigt. Und ja, da sind wir da reingeplatzt und jetzt haben wir es zumindest geschafft, dass wir Dimitri aus dem Gefängnis befreien konnten. Und er hat uns dann zu Murray geführt. Allerdings hat Murray da so eine spirituelle Reise gemacht und ist jetzt nicht mehr so wie früher. Aber wir brauchen ihn, um den Don auszuschalten, der hier seine Fäden zieht. So, Operation in Venedig, Tag 1. Immer noch irgendwie Tag 1. Und in der Auftragshilfe steht jetzt Folgendes. Wir haben hier sogar drei Dinge, die wir wieder mal machen müssen. Zuletzt eben waren wir im Polizeioperateur und jetzt haben wir das Octavio-Ding. So heißt der Typ auch, Don Octavio. Sammle fotografische Beweise, die Don Octavio mit den Teerproblemen in Venedig in Verbindung bringen. Nimm Fotos vom Boss auf. Dann haben wir in die Tiefe. Also dann geht's in die Tiefe, breche ins Opernhaus ein und suche auf Octavios Computer nach Informationen, nutze die Tiefenoptimierungsbrille, um Sicherheitssysteme aufzuspielen, gelange zur Kellertür. Und eine Kanalverfolgung gibt's offenbar auch noch. Octavio hat Killer auf Carmelita angesetzt, schließe ein Schnellboot kurz und erledige die Blauviper-Gondelgang. Zerstöre die Blauvipern. Na, das sind ja vielleicht Namen. So, mal sehen, was hier am nächsten ist. Ah ja. Wir werden wenigstens wieder schön die Einsatzziele gezeigt. So, hier laufen eben diese komischen Typen rum. So, kann ich eigentlich wieder von hinten? Yeah! Ich kann die wieder aufs Kreuz legen, richtig geil. So, hier gibt es ein bisschen Gelateria, ein bisschen Eiscreme oder ein bisschen Pizza. Aber haben wir denn nächste Zeit für Pizza und so eine Scheiße? So, Kanalverfolgung ist dort. Das Octavio-Ding ist da hinten. Und dort geht's in die Tiefe. Ja. Dann machen wir erstmal das da hinten mit den Fotos. Das dürfte auch recht einfach sein. Ha, voll geil. Hat mich einfach mal auf das Dach rauf befördert. Weil der Typ ist sowas von sich überzeugt, ne? Okay, also auf den Dächern laufen auch ein paar Wachen rum. Muss ich aufpassen. Da bin ich ja gewohnt. Bin ich ja gewohnt, schon von den Vorgängern. So, da sind wir auch schon. Also, beinahe, wenn ich jetzt hier nicht daneben gesprungen wäre. Moment mal. Ah, so ist schon besser. Okay, na dann hören wir uns mal an, was wir jetzt hier so machen müssen beim Octavio-Ding. Wo wir da überhaupt rein können, wo wir Fotos machen müssen und so weiter und so fort. Vorsicht, Sly! Ich habe eine Funkmeldung von einem von Octavios Männern abgefangen. Der Don nähert sich deiner Position. Klasse, soll ich ihn mir schnappen? Nein, wir brauchen Beweise, dass er hinter dieser Teerepidemie steckt. Ein paar belastende Fotos würden den Polizisten helfen, ihn einzubuchten und diesem Unsinn ein Ende zu bereiten. Dass wir mal den Bullen helfen. Wirklich? Inspektor Fox, hilfst du doch immer so gern. Das ist was anderes. Der durchschnittliche Polizist ist nicht so, nun ja, hübsch. Moment, da kommt er. Das ist widerwärtig. Mach ein Foto, bevor er fertig ist. Das ist perfekt. Mach Fotos mit dem Sichtkommunikator. Super. Noch ein paar davon und die Bullen können diesen Kerl einmauern. Ihm nach. Vielleicht wird er noch mehr verschmutzen. Ey, der pumpt hier echt den Teer ins Wasser, ist der irre. So, kleinen Moment, ich muss doch die Steuerung umdrehen, das hat mir jetzt gerade gar nicht gepasst. In den Optionen, Kameraoptionen, so oben, unten, umgekehrt. So, das links, rechts ist Standard, aber oben, unten, das war jetzt gerade mit der
Das jetzt müsste jetzt, glaube ich, besser sein. So, ich werde mir jetzt wirklich einfach mal folgen. Das singt hier auch noch voll Operngesang. Aber was diese Typen immer für absurde Gründe haben, um kriminell zu werden. Nur weil Opa jetzt out ist, macht er so ein Ding. Voll übel. So, wo will der denn hin? Er macht schon wieder. Mach ein Foto. Die arme Vogeltränke. Jetzt wohl eher eine Todesfalle. Er ist wieder unterwegs. Weiter so, Sly. Das ist echt gute Arbeit. Na toll, wie soll ich das denn jetzt machen? Das geht ja gar nicht. Wie soll ich das knipsen? Das geht nicht. Ja, nehmen wir erstmal eine Barzlei. Da ist ja dieses scheiß Wasserrad dazwischen. Was soll denn das? Ist das dumm? Das funktioniert nicht mal. Komm schon. Ja, Objekt verborgen, zur neuen Position bewegen, am Arsch. Was soll das denn? Das geht nicht. Ich müsste das von der Gondel machen. Komm schon. Oh Mann, ey, das... Ich weiß auch nicht, die Kamera ist gerade voll scheiße. Verpiss dich! Irgendwie krieg ich es einfach nicht hin. Moment. Komm schon. Bleib an ihm dran. Wir müssen all seine schrecklichen Umweltsünden belegen. Also, so ist es wieder da oben. Trattoria de Leone. Ja, ja. Diese Leone werde ich jetzt verfolgen. Ja, weiß nicht, manchmal... Kamera hat jetzt nicht ganz hingehauen. So blöd zum Einstellen. So, ich bleibe an ihm dran, keine Sorge. Aber ich wäre es auch lieber, wenn mich auch die Wachen nicht sehen. Er betätigt da einen Schalter, aber ich sehe keinen Teer bisher. Mach trotzdem ein Foto.
Er macht irgendwas. Aber was? Ich glaub's einfach nicht. Er hat Teer ins Aquarium gefüllt. Die armen Fische. Auch wenn mir schon vor seiner nächsten Tat graut, bleibst du ihm am besten auf den Fersen. Bald werden die Menschen die Wahrheit erfahren, dank deiner Fotos. Okay, immer noch nicht ganz vorbei. So, ernsthaft, wie kann er nur? Das schöne Aquarium, obwohl da sind gar keine Fische drin. Egal. So, wo ist er? Da. Ein richtig fieses Schnitzel. Ja, ich bin's. Hol mir diesen Ingenieur ans Rohr. Sly, kannst du dich an Octavius Wagen hängen? Dann können wir sein Telefonat belauschen. Seinem Gesicht nach scheint's wichtig zu sein. Hör zu, Giovanni. Das Riesenrad war eine gute Idee. Das verbreitet den Teer rasend schnell und wirklich niemand schöpft Verdacht. Denn wird es reichen, um alles für mein Opernkonzert vorzubereiten? Perfetto. Wenn die Leute kommen, um mich singen zu sehen, will ich sicher gehen, dass sie weiterhin kommen. Selbst wenn sie gar nicht wollen. So oder so werden sie wieder zu Opernfans werden. Okay, bis bald. Dieses Scheusern, eine ehrbare Vergnügungsparkattraktion für seine Missetaten zu missbrauchen. Brech mit deinem Start das Schaltpult auf. Ich werde mal ein paar Drähte neu verlegen. Sieh besser weg! Denn du wirst nun Zeuge der dunklen Seite der Elektrotechnik. Einen Haufen unschuldiger Fische töten. Das reicht. Alter, das ganze Riesenrad hat's zerbröselt. Mensch, Bentley, dass der auch immer so übertreiben muss. So, da geht's dann in den Untergrund. Und er soll uns mal da nicht. Mal ein bisschen abwechseln, vielleicht mal ein bisschen hier Bentley. Mal sehen, was der jetzt eigentlich so kann, nachdem er ja im Rollstuhl sitzt. Muss er sich ja trotzdem irgendwie seinen Auftragszielen nähern können. Also gucken wir mal. Bentley hat einen Auftrag. Na dann. Okay. Das wird jetzt echt ein bisschen ungewohnt. Aha, okay. Kann auch ein bisschen Gas geben mit 1. Oi, 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 oi. Da kommt gerade einer an. Boah, ey, wie fies. Asshole. So, wow. Vor der Kampfrollstuhl. Yeah, warts, warts, warts. Mann, ich hab doch diese Schlafpfeile. Aua. Mann, so ein Arsch. Ich sitze im Rollstuhl, du Penner. Wie kannst du es überwagen, mich anzugreifen? So, Schlaf. So eine Frechheit. Ja, ich muss erstmal mit der Steuerung hier zurechtkommen. Wie der abgeht. Aber ich meine, hätte er theoretisch nicht irgendwie... Okay, wozu war das jetzt gut? Hätte er sich nicht eigentlich einen Rollstuhl basteln können, den man irgendwie... Naja, wo man die Räder nicht selber drehen muss, sondern dass das automatisch geht? Hey, wieso? Mann, ich hab dir doch einen Schlaffall verpasst. Los, drück! Okay, tot. Toll. Was soll das denn? Mann, ist das doch alles scheiße. Ich bin im Rollstuhl hier. Ich habe ein Handicap. Wow, wow.
Penner! Der hält aber eine Menge aus. Watz, watz, watz. Jo, ich stelle mich aber auch hier wieder an. Ist so eine Kacke. Lass mich doch in Ruhe. Ey, die sind echt oft... Ey, ja, natürlich. Sind die aufdringlich? So, ach, da drüben ist mein Ziel. Hey, cool, ich kann sogar ein bisschen damit springen. Zumindest ein kleines bisschen. Die gehen mir auf den Sack. Hey Sly, komm lieber her. Meinen Quellen nach hat Octavio die Blauviper-Gondelgang angeheuert, um Carmelita auszuschalten. Die Blauvipern, die sind übel. Wir müssen sie kriegen, bevor sie Carmelita kriegen. Sie ist auf Streife. Die Schläger können nicht weit sein. Bin schon unterwegs. Schließ ein Polizeiboot kurz und halte es für mich bereit. Mal sehen. Das blaue Kabel mit dem roten verbinden und... Tada! Genau rechtzeitig. Da sind die Vipern. Ich schieße, du fährst, Sly. Der Blauvipern. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Stadt ist herrlich. Nur ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Ist dir hoffentlich darüber im Klaren, dass die Rettung Carmelitas unsere Operation hier bloß erschwert. Kann sein, aber stehlen macht mehr Spaß, wenn dir jemand auf den Fersen ist. Außerdem hat sie uns auch schon geholfen. Und du hast doch eine Schwäche für sie. Und ich habe eine Schwäche für sie. Ich verstecke jetzt dieses Boot. Vielleicht brauchen wir es noch. Pass auf dich auf. So. Der liebe Bentley hat seinen Auftrag ebenfalls erledigt. Der Wissi hat einfach gesagt, ne, die Stadt ist mir ein bisschen zu ruhiger, wenn die wüsste. Wenn die wüsste. So, gut, da ist jetzt wieder der Unterschlupf. Dafür ist das da. Dass wir die Wachen halt auch mal auf so eine Art und Weise ausschalten können. Ist ja eine nette Abwechslung. Mann, was? Ah, lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, tot. Okay, lol. Jetzt bin ich automatisch wieder da. Habe ich jetzt überhaupt schon... Ich habe doch noch immer nichts gefunden, oder? Nee, ich habe immer noch nichts hier zum Verkaufen irgendwie. So, ich will aber den einen Auftrag für Slides auch noch machen. Und dann werde ich da aber den Part beenden. Also mit
Bentley komme ich im Moment leider nicht so gut zurecht. Am liebsten spiele ich ja sowieso als Sly. Ich meine, er hat schon zwar ein paar coole Tricks drauf, aber diese scheiß Wachen, ne? Ah, Mistkerl! So, das ganze Riesenrad im Arsch. Richtig übel. Was machst du denn da? Ja! Ein Vogel mit Flammenwerfer, so mal geht's noch? Okay, das können wir auch. Wusste ich gar nicht mal. So, wo ist das jetzt? Ach, da oben. Falsches Dach. Achso. Von hier. Und zack. Dieses Opernhaus ist Octavios Hauptquartier. Nettes Haus. Da liegt bestimmt die ein oder andere Münze rum. Wie ist der Plan? Wenn du mich zu einem von Octavios Computern bringst, kann ich seine Firewall knacken und alles über seine schmutzigen Geschäfte erfahren. Okay, und wo gehen wir rein? Ich würde mal sagen, die Vordertür ist nicht die beste Wahl. Diese Holzluke scheint ideal, um sich unbemerkt einzuschleichen. Geh schon mal vor, wir treffen uns in ein paar Minuten. Okidoki. So, das klingt aber schon wieder sehr verdächtig nach, naja, nach einem Minispiel. So wie im zweiten Teil schon bestimmt. Wird das nicht einfach so gehen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Octavio sichert sein Eigentum gern mit 3D-Technologie. Um die Alarmanlagen sehen zu können, müssen wir unbedingt diese Tiefenoptimierungsbrille benutzen. Praktisch und schick. Sieht gut aus, Bentley. Um diese Tür zu öffnen, müssen wir die 3D-Alarmknöpfe exakt im gleichen Moment drücken. Okay? Auf 3. 1, 2, 3. Perfekt. Vor allem haben wir jetzt gerade einfach mal solche 3D-Brillen bekommen. Tiefenoptimierungsbrille nennt er das. Natürlich. Ist ja auch völlig egal. So, und im Moment müssen wir sogar zusammenarbeiten. Octavio steht wohl auf diese synchronisierten 3D-Alarmsysteme. Packen wir es. 1, 2, 3. Jawohl! Mist, mit meinem Booster schaffe ich es nicht bis zur nächsten Tür. Mein Rollstuhl hat ja viele Extras, aber keins, das mich durch diesen Kanal bringt. Keine Angst, Kumpel, mir fällt schon was ein. Hier gibt es genug Boote, um eine hübsche Brücke für dich zu bauen. Okay, ich warte auf dein Signal. Okay, jetzt muss ich ihm eine Brücke bauen. Na ja, mal gucken. Ja, er stützt aber den Plan. Das ist gut, mach das ruhig. Guten Abend, meine ehrenwerten Partner. Hier spricht Octavio. Es freut mich, berichten zu können, dass der Teersaugbegel auf seinem Höchststand ist. Doch bedauerlicherweise haben sich einige von euch nicht an den Taktstock des Dirigenten gehalten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will Marco, Raphael und Julius unverzüglich im Hauptabsaugraum sehen. Es geht um eure Altersvorsorge. Und wenn einer von den Jungs fliehen will, dann schießt ihm in den Rücken. Was? Es geht um ihre Altersvorsorge. Ja, diese Sprüche sind so geil. Diese Sprüche von den bösen Typen. Das ist immer so lustig. Wie kommt man auf sowas? Und wie kommt man auf sowas?
vor dir ist verstärkt. Ich glaube, wir müssen sie aufsprengen. So, der nimmt erstmal ein Bad. Obwohl, na super, jetzt ist er genau da auf der Säule. Und jetzt ist er selber ins Wasser gefallen. Was für ein Vollidiot. Danke für die Hilfe, Sly. Vielleicht kann ich mich mit ein bisschen Sprengstoff revanchieren. Okay, zur Seite. Danke, Kumpel. So, das hast du gut gemacht, aber... Oh Gott, wie... Aha. Immer diese Laserstrahlen. Da haben sie auch ein Faible für. Was steht da? De Venice. Oder wie Venice, irgendwie so. Naja, wir Venedig halt eben. Diese Tür ist aus 10 cm dickem, kugelsicheren Plexiglas. Dahinter lassen meine Bomben keinen Kratzer. Vielleicht kannst du sie durch diesen Luftschacht umgehen. Tja, ich gebe euch beiden mal einen väterlichen Rat. Julius ist geflohen und, der Vorhang ist gefallen. Eigentlich wollte ich euch vermöbeln, doch es ist Karneval und ich bin gnädig. Und also überlege ich mir was. Okay, hier mit den beiden Nasen seid ihr meine Neuen. Kumpel, den Sicherheitsvorkehrungen nach sind wir ganz dicht dran. Sie ist scharf. Das sind wir hier voll die Ninja-Miezen. Wow, Mann, Arschloch. Was machen die denn? Das sind wieder solche, die Typen, die immer kontern, wenn man sie einmal trifft. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Uhrenvergleich. Und dann... 1, 2, 3. Wir sind drin. Wallitzer 700. Da komme ich leicht rein. Solange du nur Spaß hast, bin ich zufrieden. Abgesehen von ein paar brenzligen Momenten lief dieser Einbruch doch ganz gut. Es ist noch nicht vorbei. Hack dich ins System und dann weg hier. Oh, dieser Dinosaurier spuckt mir die Einzelheiten zur Octavius-Operation im Nu aus. Was? Ein Verzögerungsschalter? Sorry, Sly, der Dinosaurier ist bissig. Ich mach so schnell ich kann. Pass auf, bestimmt sind die Wachen schon auf dem Weg. Eindringlinge! 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 Die Hälfte haben wir. Eindringlinge. Ich habe es fast. So knapp. Let's go.
Fertig! Jetzt können wir herausfinden, was genau Octavio vorhat. Alles klar, das Ganze dann natürlich im nächsten Part von Sly 3. Ich finde eines doch gerade ein bisschen schade und irgendwie auch blöd, dass es irgendwie jetzt hier in diesen Cutscenes mit diesen, naja, wisst ihr, mit den Dias, mit so einem Dia-Vortrag, dass da die Hintergrundmusik so laut ist. Man versteht ja Bentley kaum, das ist voll blöd. Hoffentlich kann ich das in den Soundoptionen noch irgendwie ändern. Vielleicht muss ich noch mehr von der Hintergrundmusik wegnehmen. Ich habe keine Ahnung. Das hat man jetzt echt schwer verstanden, was er gesagt hat. Fand ich irgendwie blöd. Aber okay, Leute, im nächsten Part dann wieder mehr zu Sly 3 in Venedig. Also, bis dann. Ciao.